Hallo zusammen, mein Name ist Siegfried Eichhorn und heute bin ich in Rödental bei Coburg im Schlosspark Rosenau. Ja, das ist hier ein Touri-Spot und ich bin ja auch hier als Touri und möchte in diesem Schlosspark ein paar schöne Fotos machen und nehme euch jetzt einfach mal mit. Und angekommen bin ich hier gleich bei der Orangerie. Das ist hier ein sehr schöner Glasbau und den möchte ich jetzt gleich mal mit aufnehmen und zeige euch, wie ich es anstelle. Was mir bei diesem Motiv jetzt gleich mal nicht gefällt, ist der Boden. Hier ist irgendwie Split, der sieht gelb aus und sieht nach gar nichts aus. Und somit versuche ich mich jetzt nicht hier direkt davor zu stellen, mein Foto aus der Perspektive hier zu machen, sondern gehe ein bisschen weiter zurück, dass ich ein bisschen Grün mit auf dem Bild habe oder bestenfalls noch ein paar Blümchen. Und da stelle ich mich jetzt erstmal in die Wiese und nehme euch mit. Und da vorne sehe ich schon diese lila Blümchen und hier weiße. Die werde ich irgendwie mit ins Bild aufbauen, weil die mein Foto von diesem Gebäude einfach ein bisschen aufhärten. Denke ich mal zumindest. Und um diese Blumen aufzunehmen, werde ich auch ein bisschen tiefer mit der Kamera gehen. Das heißt, ich begebe mich in die Hocke und arbeite mit dem Klappdisplay. Was ich jetzt hier aber bei der Bildkomposition nicht so optimal finde, ist, dass ich nicht genau mittig stehe, ne? Dass ich das Ding jetzt nicht komplett zentriert habe. Aber so shoote ich jetzt einfach mal hier aus der linken Ecke raus auf das Haus und nehme die lila Blumen im Vordergrund. Da wirkt das Bild bestimmt wieder ganz anders, wie wenn ich mich einfach nur vor die Hütte stelle und zack, schieße es aus der Hand. Das Bild mache ich jetzt im RAW-Modus an meiner Kamera. Das heißt, ich entwickle das Bild im Nachhinein. Da habe ich noch die Möglichkeit, eine Belichtungskorrektur oder Farbkorrektur im Nachhinein anzufertigen. ISO 100 habe ich standardmäßig hier eingestellt. Ich werde so circa eine 5er Blende verwenden, so circa. Und passe jetzt einfach mal die Belichtungszeit an. Also es ist auch nicht so easy. Wir haben immer ein Wolkenspiel, Sonnenwolkenspiel. Wenn ich jetzt hier mal so drauf halte, wäre jetzt bei 1/400 die richtige Belichtungszeit. Wenn die Sonne rauskommt, muss ich bestimmt auf 1/600 oder sowas, 640 hochdrehen. Ich probiere es jetzt aber mal in 1/400. Meinen Fokus, den richte ich jetzt auf das Gebäude und nicht auf die Pflanzen im Vordergrund. Die sind einfach nur schönes Beiwerk. Und so denke ich, dass ich diesen hässlichen gelben Split einfach ausgeblendet habe durch diese schöne Naturfarben. Ich mache das Bild und dann geht es weiter. Upsa. Okay, 1/400 ist in dem Fall jetzt schon wieder viel zu viel, weil es jetzt sehr, sehr schattig ist. Und ich konzentriere mich auf das Haus, schaue, dass ich in der Waage bin, mache mein Foto mit diesen wunderschönen Blumen im Vordergrund. Sieht top aus. Da sitzt jetzt zwar noch eine Frau auf der Bank, aber das ist mir jetzt wurscht. Das Foto dient jetzt ja auch nur zu Anschauungszwecken für euch. Sonst hätte ich die jetzt natürlich gefragt, ob sie mal kurz aufstehen kann, aber den Stress gebe ich mir jetzt nicht. Eine andere Perspektive wäre noch von da hinten. Das sind noch weiße Blümchen im Vordergrund. Dann gehen wir auch da mal kurz hin. In dem Fall hier kann ich diese weißen Blumen sogar als Führungslinie mit ins Bild integrieren. Also die lenken den Blick direkt straight auf das Haus. Ich mache es hier auch wieder aus einer Knieperspektive. Fokussiere die Hütte an auf ca. 20 mm. Bam. Hätten wir jetzt schon mal das erste Bild in der Schloss Rosenau gemacht. So, und jetzt gehe ich weiter. Hier soll es nämlich noch ein kleines Schlösschen in dem Park geben. Da bin ich ganz gespannt drauf, wie das aussieht, ob man schön fotografieren kann. Der Weg führt mich jetzt hier hinauf in den Schlosshof. Wunderschöner kleiner Turm, den werde ich fotografieren. Und da vorne ist ein Springbrunnen. Der eignet sich natürlich auch perfekt, mit einem ND-Filter zu fotografieren. Ich habe jetzt heute nur einen variablen ND-Filter dabei, aber das sollte reichen, damit ich das Wasser auf dem Springbrunnen etwas verschwommen einfrieren kann.
sieht bestimmt schön verträumt aus. Das passt auch hier zur Umgebung, zu diesem Schlossgarten. Ich zeige euch mal den Brunnen. Und ich denke, hier beim Springbrunnen reichen auch schon 3 bis 4 Sekunden Belichtungszeit, um das Wasser schön verschwimmen zu lassen. Wunderschöner Brunnen. Was mir hier wieder nicht gefällt, ist dieser Split. Aber vielleicht schneide ich einfach das Bild ein bisschen an. Und hier dieser Ablauf. Das ist jetzt vielleicht nur ein Detail, aber hier ist dieser Ablauf. Den finde ich auch nicht besonders schön hier. Deswegen werde ich das Bild vielleicht ein bisschen anschneiden und höher gehen. Und dann kann man sich auch noch überlegen, aus welcher Perspektive man den Brunnen fotografiert. Von der Bildkomposition meist jetzt so, dass ich nicht das komplette Rondell aufnehme, sondern schneide den Brunnen in der Hälfte unten ab. Und dann platziere ich ihn jetzt tatsächlich so, dass ich ihn in diese Lücke zwischen die Bäume reinsetze. Also dass ich etwas Himmel, also hellen Himmel im Hintergrund habe. Könnte stimmig sein. Und von der Belichtungszeit her mache ich so, ich stelle erstmal ISO 100 ein, wähle eine 10er Blende, weil ich dann noch länger belichten kann und werde auf 3-4 Sekunden einfach gehen. Ja, so mit 4 Sekunden bin ich gut bedient. Ich fokussiere jetzt auf den Brunnen und brauche diese 2 Sekunden Auslöseverzögerung, dass die Kamera nicht verwackelt, wenn ich drauf drücke. Habe ich schon eingestellt, mache das erste Brunnenfoto, 4 Sekunden lang, und da wird man gleich sehen, dass ja so ein bisschen verträumt aussieht. Schau es mir nochmal an. Aber alles in allem bin ich jetzt überhaupt nicht happy, weil sich dieses verlaufende Wasser vom Hintergrund kaum abhebt. Also das schaut dann doch irgendwie nach nichts aus. Ich zeige euch das Bild ja trotzdem, aber mir gefällt es nicht so richtig gut. Vielleicht finde ich noch eine andere Perspektive oder ich lasse es einfach mit dem ND-Filter und fotografiere diesen Brunnen mit einem ganz anderen Objektiv von weiter weg. Könnte ja auch nochmal viel besser wirken. Ist ja immer so ein Try and Error. Ich dachte halt nur, das ist gut. Also ich bin jetzt hier ein paar Mal um den Brunnen rumgelaufen und ich mache es jetzt so, ich habe eine Idee. Ich platziere den Brunnen jetzt als Vordergrund in meinem Bild und im Hintergrund sollte man hier das Schlösschen sehen. Oder, andere Möglichkeit wäre auch noch, Brunnen im Vordergrund. Und seht ihr hier den Turm, den könnte ich auch schön verträumt im Hintergrund erscheinen lassen. Jetzt muss ich mich nur entscheiden, mit welchem Objektiv. Ich glaube, Brunnen im Vordergrund und hier die Schlossmauer im Hintergrund oder das Schlösschen im Hintergrund geht besser mit dem Weitwinkel. Und den Turm mit dem Brunnen werde ich mit dem Zoom-Objektiv machen, mit dem Tele. Okay, und jetzt habe ich halt hier die Schwierigkeit wieder mal, wenn ich auf 16 mm fotografiere, will den Brunnen drauf haben. Und auch das Schlösschen wird sich das Schlösschen aus der Perspektive wölben. Das ist einfach so mit dem Weitwinkel. Solange man das weiß und sich darüber bewusst ist, ist alles gut. Okay, jetzt fokussiere ich mal hier auf meinen Brunnen. Fokus auf den Brunnen. Ich kann jetzt hier gut 5 Sekunden belichten auf einer 10er Blende. Und wir haben jetzt hier wieder massive Wolken und es tröpfelt schon ganz leicht. So, und jetzt kümmere ich mich mal um das Türmchen da hinten. Und da habe ich jetzt richtig Bock, mal das Ganze mal mit meinem Tele aufzunehmen und damit mich ein bisschen zu spielen. Da merkt man erst, okay, man ist hier irgendwie in einem Schlosspark oder sowas. Das Bild passt hier zur Location. Also nur der Brunnen an sich hat mir jetzt überhaupt nicht gefallen, wenn ich ehrlich bin. So ist es schon wieder cool. So gefällt es mir. Ja, schade, jetzt sind halt Touris gerade da. Aber von hier oben wirkt das Bild auch schon wieder richtig cool. Aus der Perspektive hier kann ich jetzt die Blumen im Vordergrund schön verschwommen darstellen lassen, fokussiere auf den Brunnen und habe den Turm im Hintergrund. 3 Ebenen, Top-Foto. Und das macht echt wirklich nur das Objektiv aus und meine Positionsänderung von 2-3 Metern. Es sieht echt wunderschön so aus.
Da kommen Frühlingsgefühle auf. Sehr nice. Das macht mir jetzt schon wieder ein bisschen an. Und was mir hier schon wieder total gut gefällt, das ist kein Touri-Foto-Hotspot. Ich bin hier total unvoreingenommen hergekommen, schaue mich oben und finde hier meinen eigenen Bildstil oder meinen eigenen Fotostil. Und finde es immer klasse, wenn man irgendwas im Vordergrund noch irgendwie hat, wie jetzt hier diese Blümchen, diesen Blumentopf. Oder wie gesagt, den Springbrunnen und den Turm im Hintergrund. Wenn ich jetzt nur so auf den Turm baller, ich würde das Foto gar nicht machen, das macht mich gar nicht an. Stell dir nur mal vor, die Rosen wären jetzt schon mal da. Oh, das wäre natürlich auch klasse. Aber es wird noch 2 Wochen dauern, bis die kommen. Aber dann bin ich nicht mehr hier. So, was kann man denn hier noch anstellen? So, super schade, meine Zeit ist um. Ich muss mir jetzt beeilen. Mach noch ein Abschlussfoto von dem tatsächlichen Schloss. Ich habe meinen Fotorucksack da noch im Bild liegen. Den nehme ich vielleicht noch mal ganz kurz weg. So, Freunde, jetzt mache ich noch schnell mein Abschlussfoto von dem tatsächlichen Schloss hier in der Rosenau. Und dann muss ich auch schon heimstarten. So, was haben wir hier? 5/6 Blende, 1/250 Belichtungszeit. Bin in der Waage, 3, 2, 1, bam, ready. Nichts Besonderes, aber hat trotzdem Spaß gemacht. Dankeschön fürs Zuschauen. Das war's von mir hier aus der Rosenau aus Oberfranken. Bis zum nächsten Video. Bye, bye, euer Sigi.